Kehren Conny und Manu Reimann Hawaii bald den Rücken? Die Hinweise sind eindeutig. Seit 8 Jahren leben Conny und Manu Reimann mittlerweile auf Hawaii. In der Folge ihrer Sendung Willkommen bei den Reimanns streichen die beiden ihr gemeinsames Haus in der Farbe Blau. Ein Zeichen, dass es sie bald woanders hintreibt? Manu Reimann spricht über einen möglichen Umzug. Du weißt eigentlich ja schon, was bei uns passiert, wenn unsere Häuser blau gestrichen sind, oder? Also bis jetzt sind wir immer danach umgezogen, erzählt sie in der Sendung. Ich glaube, wenn ich jetzt den Kindern erzähle, dass wir unser Haus gerade wieder blau malen. Ich meine, die wissen zwar, es dauert eine Weile, das Haus ist ja auch ein großes Haus und hat auch noch Anbauten. Aber ich glaube, die wittern dann auch eventuell schon mal wieder was. Es ist bei uns einfach so, in dem Moment, in dem ein Haus fertig gestrichen ist, dann ist das für uns wieder wie so ein kleiner Aufbruch. Heißt das, dass die Reimanns Hawaii bald verlassen und sich ein neues Zuhause suchen? Manu gibt Entwarnung. Noch haben wir keine Pläne. Noch haben wir auch noch keine Ideen. Wir streichen jetzt erstmal das Haus und dann mal gucken, was kommt. Mittlerweile sind seit den Dreharbeiten einige Monate vergangen. Manu ist aktuell nicht auf Hawaii bei ihrem Conny. Die TV-Auswanderin besuchte erst ihren Sohn und ihren Enkel in Texas, reiste dann mit ihren Freundinnen nach London und hält sich aktuell auf Mallorca auf. Ob sie dort wohl schon nach neuen Häusern Ausschau hält? Ich glaube, ihr wandert als nächstes nach Mallorca aus, spekuliert ein Follower auf Instagram. Doch Manu nimmt den Gerüchten schnell den Wind aus den Segeln. Nein, werden wir nicht, stellt sie klar. Es bleibt also spannend.